Wenn ich gerade nachdenke, meine Kindheit. Ich erzähle jetzt wirklich von meiner Kindheit, und zwar, ich war damals jung, ich war in der Volksschule, dritte Volksschule, ich war so 16, 17, und wir haben da eine Lehrerin gehabt, die Frau Rudolf, die war schon ein bisschen gespreizt, aber ein bisschen, wie soll ich sagen, hübsch war schon, weil sie ist irgendwie, gespreizt kennt man eh, den Ausdruck. Und die hat immer gesagt, Kinder, wer hat diese Hausübung nicht verstanden? Und ich habe aufgezeigt, mein Papa, Freddy! So habe ich das nicht gemeint! Aber gesagt haben sie es verlernt. Freddy! Ich möchte sofort ein Mitteilungsheft haben. Das geht nicht, das habe ich meinem Papa geschenkt. Freddy! Wie kannst du dein Mitteilungsheft deinem Vater schenken? Sie haben mir gesagt, das ist für die Eltern. Freddy! So habe ich das nicht gemeint! Aber gesagt haben sie es verlernt. Freddy! Wie viel ist 8 und 4? Sie machen ihnen das einfach. Sie fragen mich 8 und 4, dann gehen sie oben in die zweite Klasse, sagen meine Antwort, nein, nein, Freddy! Ich möchte morgen deine Mutter sprechen. Das geht nicht, meine Mutter redet zurzeit nicht mit meinem Papa. Das ist, Freddy! Dann möchte ich deinen Vater sprechen. Das geht auch nicht, das beruht auf Gegenseitigkeit. Freddy! Ich möchte morgen 7:45 irgendeinen Elternteil da in der Schule haben. Ist das klar? Okay, da komme ich nur mit die 10 von meinem Papa. Freddy! Aber gesagt haben sie von Lehrerin, ja. Und ich bin dann wirklich heim zum Papa und ich habe gesagt, du Papa, wir müssen in die Schule, mein Vater hat gesagt, was ist denn los, Bub? Ich habe gesagt, du red nicht zurück, komm, gehen wir. Und ich bin da so 4 Meter hinter meinem Vater gegangen und mein Vater hat auch so ein bisschen einen durchdringenden Blick, ich möchte nicht sagen, einen geilen Blick, der, ja, grüße Gott, Frau Rudolf, ja, grüße Gott, ja, grüße Gott, ja, hey, Jirkel, ihr Sohn glaubt tatsächlich, er könnte mir was beibringen. Ja, und warum nicht? Buben machen einen Handstand. Na, kennen Sie das? So habe ich das nicht gemeint, aber gesagt haben sie. Ja? Und